zwei Finger für die Neider. Horst-Uwe Walter. Moin Leute, was geht bei euch? Ja, was haben wir hier heute vor, Mann? Es wird die Fortsetzung kommen zu dem großen Horst-Walter-Staffelfinale. Auf die wir alle erwartet haben. Wahrscheinlich die da draußen noch länger wie wir. Ja. Also nur mal kurz für euch, was ist im Staffelfinale passiert? Ja, der Walter hatte ja die Tour vor, das hat er ja angekündigt gehabt. Für 20 Euro durch ganz Deutschland, das klingt realistisch. 25 Euro. 25 Euro. Inflation. Ja, schwankende Benzinpreise, das stimmt. Also 25 Euro durch ganz Deutschland, finde ich, klingt realistisch. Kann auf jeden Fall. Bis Kreta in Deutschland. Kreta, ja. Ja, war ganz gut. Kurort Kreta. Will ich ganz klar festhalten. Aber da ist er ja nicht hingekommen. Nee, so weit kam er ja nicht. So weit kam er nicht. Er wollte nämlich sein Auto noch schön putzen lassen für die große Tour. Man fährt ja, der Mann von Welt fährt ja natürlich stilvoll. Natürlich, verständlich. Ja. Da ist ihm dann wohl ein kleiner Fauxpas passiert. Ja, also der Walter hat natürlich gedacht, so, wo ein Bier ist, sind auch zwei. Meistens drei. Auch drei. Ne? Also, Bier sind ja gute Tiere. Genau, also, wir kennen das ja. Ja, und als er dann wieder kam, ja, Marc, was ist passiert? Ich glaube, da hat er ein leichtes Rendezvous mit der Polizei gehabt. Ja. Die wollten sich mit ihm unterhalten. Und daraufhin hat er dann später Post gekriegt. Und zwar von dem Herrn Dr. Daumen runter. Und ja, der hat den ganzen Termin gegeben. Und ihr seht, wir sind hier in einer schicken Location, die diesbezüglich einfach passt und dachten uns, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Für die Fortsetzung. Das zu machen. Und wir freuen uns. Und damit wünschen wir euch viel Spaß mit der Fortsetzung von Horst Walter. Das Finale. Und dann spielen wir frei. Los geht's. Hier in der Horst hinein, Kamerlein, in den Wald. Der YouTube-Fuzzi ist ja wieder. Herr Walter! Was haben Sie denn da in der Kiste? Meine Sachen. Ja, Herr Walter, Ja, was wollen Sie? Wollen Sie sich nicht mal bei der Rezeption melden? Achso, ja. Gott sei Dank. Also, können wir mit Ihnen noch gehört? Ich glaube ja. Ja, sieht ja schön aus. So, da wollen wir mal klingeln hier. So. Oh, hallo, ist hier jemand oder was? Oh. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Hier. Was kann ich für Sie tun? Ja, nehmen Sie mal erstmal meinen Stahl da. So. Ach Mensch, Bier. Ja, haben Sie ein Problem damit? Sehen Sie zu. Nein, alles gut. So. Ich soll nicht mal Professor Dr. Daumen runternehmen. Wo ist das Arschloch? Das ist Herr Walters, ne? Herr Walter! Horst, Uwe, Walter! Okay, Herr Walter, Entschuldigung. Nein, wie dumm kann man nur sagen? Habe ich falsch gelesen. Oh. Dann müssen Sie sich einmal vorne an dem Einzimmer melden. Dem da? Ja, hier vorne. Einmal. Oh. Das jetzt endlich mal massieren. Flicker, Krüger? Ja. Können Sie einmal kurz kommen, bitte? Selbstverständlich. Oh. Bringen Sie einmal den Herr Walters in. Walter! Den Herr Walter einmal. Oh. Ja, können wir machen. Ja, weiter. Würden Sie mir folgen? Wenigstens einer, der das aussprechen kann, im Gegensatz zu Ihnen. Und ich wollte Sie mal sagen, Sie sehen aus wie ein Pflege. Ich wünsche dich hier, bitte. Pfleger John, bringen Sie mir bitte die Akte von dem Herrn Walters. Walter. Hallo Dr. Daumen runter. Hallo John, schönen guten Tag. Ich habe hier einmal die Krankenakte von dem Herrn Walters. Nein, Sie von einer Rezeption? Alles richtig? Ja. Ja, und nicht gerade wenig. Wer bringt ihn her? Pfleger Krüger. Pfleger Krüger, ja, das wird lustig. Schauen wir mal. Gut, John, ich danke dir. Kannst du ja gerne noch einen Kaffee holen. Ich alles klar. Warte da auf den Herrn Walters. Walter. Walter. Horst Walter. Alles klar. Gut. Okay, schönen tschüss. Tag noch. Blöder Idiot! Pass auf die Tür zu! Ja! Komm damit! Spock! Hey!
bin ja wohl. Ey, lass mir doch mal mein Bier. Oh. Konfessiert. Oh, ja. Schutz. Oh. Ich werde mal schon bei Ihnen, wo Sie hier sind. Viel Spaß, Krieger. Ja. Ah, du mich auch, du blöder Fuchs. Meine Flasche! Weiter! Was gibt's für einen Lauf? Herr Doktor, Daumen runter? Ja. Pfleger Krüger, ich bringe den hier am Waldhus. Pfleger Krüger. Ja, dann bringen Sie ihn mal rein. Ja. Na dann, guck mal rein. Oh, Herr Walter, nur mal mit der Ruhe, nur mit der Ruhe. Herr Krüger, könnten Sie bitte einfach vor der Tür warten? Ja, verpissen Sie sich! Verpissen Sie! Sie machen erstmal ein bisschen ruhig. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, Herr Dr. Dommel. Danke, ja. Oh, das ist so ein Arschloch, was Sie da haben. Herr Walter, nun beruhigen Sie sich doch mal. Was war denn? Was war los? Erstens, Kammertotal an. Hat mir gleich eine gezimmert, dieser Affe. Bleiben Sie mal ruhig, Herr Walter. Wisst ihr was? Sie können mich mal am Arsch lecken. Herr Walter, ich denke, das ist hier das Richtige. Ich bin Herr Daumen runter. Herr Krüger, können Sie bitte noch mal reinkommen? Herr Krüger, bitte. Wir haben hier ein kleines Problem. Ich glaube, Sie haben da was übersehen. Da haben wir hier noch eine. Gib mir mein Bier wieder, du Blödmann. Muss ich was wissen? Nachher bekommst du eine Leibesvisitation. Wir wissen, wo du noch Bier versteckst. Nein, mit. Warten Sie ja bitte draußen. Sehen Sie? Das ist doch echt so ein blöder Affe. So, Herr Waltus. Walter! Ja, Herr Waltus. Könnt ihr nicht lesen? So, was haben wir hier? Wir drücken Pöms, nackten Zungen. Ja. Unter Alkoholeinfluss. Na, ja, das war höchstens nur ein halbes, ne? Ein halbes. Ja, ein halbes. Okay, dann hat sich Ihr Chef bei der Polizei beschwert. Sie sagten ihm, das harte in Arbeit. Ja, was haben Sie denn gedacht, was Sie da machen? Ja, natürlich weiß ich, was Sie da machen. Reinigungskraft. Ja. Ohne Pumps. Ja, und? Problem. Wo bin ich hier nur gelandet? Mehrfach betrunken schlafend auf Parkbänken? Man ist ja auch ab und zu mal müde. Also, ich muss da mal einen Daumen runter geben, Herr Pumps. Weiter. Ja, Herr Doktor, Daumen runter. Was? Ja. Das ging noch nicht unter. Ich sehe hier noch eine Akte, Herr Walter. Eh, noch eine Akte. Reicht nicht eine? Nee, für Sie anscheinend nicht, Herr Walter. Theater haben Sie gemacht? Sie haben an der Waschstraße. Der Wäscher hat sie über Sie beschwert. Sie hätten ihn beschimpft und nicht bezahlt. Ja. Das gibt einen Daumen runter, Herr Walter. Ja, aber wieso? Der wollte 25 Euro haben. Für 25 Euro fahre ich durch ganz Deutschland. Und sogar bis nach Kreta. Also Kreta ist nicht in Deutschland. Das gibt noch einen Daumen nach unten, Herr Walter. Sind Sie jetzt Wissenschaftler oder was? Also ich denke, Sie sammeln hier ganz schöne Widerstand gegen die Staatsgewalt. Staatsgewalt gibt's hier nicht. Das gibt ja noch einen Daumen nach unten. Ja, ich denke, dass wir, ein Fahrverbot halte ich für sinnvoll. Das unterschreibe ich so. Wie, Fahrverbot? Herr Walter, Sie sind jetzt bitte mal ruhig. Also das gibt auf jeden Fall noch einen Daumen nach unten, Herr Walter. Aber ich habe nächste Woche eine große Tour. Die Tour, die Sie machen werden, wird hier sein. Und zwar auf Zimmer 25. Wie bitte? Das gut, ich habe erstmal alles gelesen, Herr Waltus. Walter! Das gibt noch einen Daumen nach unten. Dann lernen Sie meinen Namen! Gut. Herr Krüger! Walter, bitte aufs Zimmer 25, Herr Krüger, bitte! Nein, nicht schon wieder der Herr Krüger! Herr Krüger ist unser bester Mann und er versorgt Sie sehr gut. Das ist ein Flachpfeife, der hat mich geschlagen! Herr Walter, das gibt noch einen Daumen nach unten. Sie sammeln wieder kräftig Daumen nach unten. Ja, dann sagt er schon Ihren Namen! Ja, herein! Kann ich nicht wieder nach Hause? Nein, Sie bleiben jetzt hier. Wir haben einen Daumen nach unten kassiert und das ist nun mal die normale Schlussfolgerung. Ja! Ey, gib mir mein Bier wieder, du Flachpfeife. Ja, mein Bier. Was meinst du? Die nimmst du gleich. Ja, und dann? Dann geht's dir besser. Vertrau mir. Aber mit besten Grüßen von der Chemie. Aber da will ich nicht rein. Da gehen Sie jetzt rein. Was? Das ist eine Herausforderung. Was ist das denn hier? Das ist ja. Naja, es geht ja einigermaßen hier. Oh. Also aus dem Fenster rum. Oh, ist das schön hier. Oh.
Was steht denn da? Erstmal ein Heines. Und da habe ich ja auch noch was. Oh, ja. Oh, das ist doch richtig schön hier. Ich glaube, ich muss das hier echt mal genießen. Ja, das ganz spontan die nächste Folge oder die neue Folge. Die neue Folge von der zweiten Staffel. Mal eben aus den Rippen gestemmt. War eigentlich nicht so geplant, aber also ich bin zufrieden. Dramatik, Action, Leidenschaft, Emotion, ja, ist alles dabei. Ja. Wir haben alles gegeben. Ja. Hinter der Kamera ist noch der Sascha, unser Flieger John. Was geht ab? Er ist wenigstens angenehmer wie Pfleger Krüger. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, wir hoffen, euch hat das Video auch gefallen. Dann dürft ihr gerne ganz viele Daumen nach oben geben. Aber auch Daumen nach unten. Wie ihr wollt, wir sind da eigentlich ziemlich offen. Lasst auch gerne ein Abo da für den YouTube-Fuzzi. Ja, hast du noch irgendwas, Digga? Nein. ihr seht, also er ist von seinen Gefühlen völlig übermannt. Also er ist gut zusammenheult, also kommt total fertig. Okay. Ich würde sagen, in diesem Sinne, schauen wir, was Herr Walter noch mal Abenteuer erlebt. Wird nicht das letzte Mal sein, dass wir von ihm gehört haben. Kann nur besser werden. Oder schlechter. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Gut, ich würde sagen, wir haben fertig. Ja. Marc, da ist die Tür. Raus mit euch. Ja.